Wer weiß, was Frauen einmal sein können, wenn sie einmal wirklich die Freiheit haben, sie selbst zu sein. Diesen Satz prägte Betty Friedan in den USA in den 50er Jahren im Kampf für das Recht der Frau. Auch in Deutschland sah es in den 50er Jahren nicht anders aus. Die Frauen kämpften um die Gleichberechtigung. Sie waren klassifiziert als Ehefrau, als Hausfrau und als Mutter. Nur durch Mut, Kraft und Geduld haben die Frauen heute den Stand in der Gesellschaft, im öffentlichen Leben, in der Politik und in der Wirtschaft. Und dafür möchte ich heute sagen, danke. Weltfrauentag, auf dem auf die Gleichberechtigung und Frauenrechte aufmerksam gemacht werden soll. Warum ist es immer noch so wichtig? Zitat von Nina Deisler: Ich bin nicht gut, weil ich eine Frau bin, und auch nicht, obwohl ich eine Frau bin. Ich bin einfach gut und ich bin eine Frau. Liebe Frauen, gerade jetzt in der heutigen Zeit schleppt ihr gewaltig was weg. Dafür danke. Als Mensch eine Frau zu sein, Trefferquote 48,7%. Wir sind in der Minderheit. Jeder dritte Boss in Deutschland ist eine Frau. In der Industrie nur jeder sechste. Solange wir Jungs in Blau und Mädels in Rosa hüllen, bleibt das auch so. Mein Vater lehrte mich, grenzenlos zu denken. Egal, ob Mann, Frau oder divers. Er lehrte mich, Visionen und Träume zu haben. So entstand eine Produktion bei Stralsund, leuchtende Dekosterne weltweit. Ideen haben und einfach machen. Danke. Frauentag 2021, so ganz anders als all die Jahre zuvor. 2020 konnten wir diesen Tag noch mit Ihnen, unseren Besucherinnen, gemeinsam im Frauentreff begehen. Doch dann erreichte auch uns Corona. Und es begann ein Kampf mit vielen Sorgen und Ängsten bis in die kleinste Familie hinein. Und es ist noch nicht zu Ende. Aber Frauen sind kampferprobt, mutig und stark. Das hilft Ihnen und uns allen, diese schwierige Zeit zu überstehen, von der Oma bis zur Schülerin. Mit diesem bunten symbolischen Blumenstrauß geht unser Dank an Sie alle, verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen zum Internationalen Frauentag. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, damit wir Sie bald wieder bei uns begrüßen können. Ihr Sundine-Team. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Bedenken Sie, was das heißt. Marie Juchacz am 19. Februar 1919 vor der Nationalversammlung in Weimar. Sie war die erste Frau, die vor einem deutschen Parlament gesprochen hat. 1919 waren 10% der Abgeordneten weiblich. Heute liegt der Frauenanteil im Deutschen Bundestag bei 31%. Danke. Der 8. März ist der Tag, der symbolisch für ganze Generationen von Frauen steht, die für unsere heutigen Rechte unerschrocken eingetreten sind. Die Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund beschäftigen 268 Frauen. Das ist ein Frauenanteil von 81,5% und dies auch in Führungspositionen. Wer etwas kann, sich einbringt und sich weiterentwickeln will, kann dies bei uns tun. Unabhängig, ob Mann oder Frau, und darauf sind wir stolz. Danke für 365 Tage Einsatzbereitschaft, für das wertschätzende Miteinander, für das Management von Familie und Beruf, für die aufopferungsvolle Versorgung unserer Bewohner und Gäste. Danke für eure Arbeit. Ihr seid wertvolle Menschen. Danke.